Hallo, liebe Leute. Ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's letzte Folge gesehen. Ihr schaltet wieder ein. Juhu, ich bin Hellseher. Genau wie Lucas Kane. In Fahrenheit. Fahrenheit. So, wir sind jetzt eingeteilt worden, dass wir zu Nummer 62, glaube ich, war es, hingehen. Und da irgendwas reparieren. Mal sehen, wie das so klappt. Klappt bestimmt super toll. Spoiler. Lauf, 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 lauf. Was ist das? Ein Feuerlöscher. Okay. Lauf, lauf, lauf. Die Jumpscares. Okay, wir lassen uns davon nicht beunruhigen. Wir gehen jetzt einfach dorthin und reparieren das. Mit einem Schraubenschlüssel. Na klar. Schöne Sounds. Geil. Okay, vier Leben. Fünf Leben. Ich kann nicht mehr zählen. Bewegung. Da hast du recht. Bewegung kommt ins Spiel. Das war scheiße. Sogar super. Perfekt. Super! Ich bin einfach perfekt. Auf die Plätze. Super, perfekt, wunderbar. Klick, 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 klick. No, hat er gerade No gesagt. Super, ich bin perfekt. Naja. Klick. Boah, voll die Action-Sequenzen. Die sind manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Und wenn man gleichzeitig sprechen soll, dann wird das ziemlich scheiß schwer. Weil man die eben. Da hat man nur begrenzt Zeit, um die Tasten zu drücken. Alter, ich schwitze hier schon vorm PC. Das kann ja nicht angehen. Sport vorm PC. Ah, falsch. Mist. Aber trotzdem super. Passt. Perfekt. Auf die Plätze. Okay, jetzt sind wir tot. Das ist schwer. Ah, wow, Alter. Action intensifies. Wow, Alter. Assassin's Creed mäßig hier durch die Gegend fliegen. Und in den Aufzug. Alter. Was war denn das jetzt? Blink, 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 blink. Jetzt sind wir tot. So. Wer kommt denn da? Eine zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. Jo, sage ich auch immer. Er hat No gesagt. Habt ihr es gehört? No. Das ist Englisch für nein. Lukas? Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Scheinbar Hey, nicht, du okay. hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Hat so ausgesehen, ne? Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab.
Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Das ist natürlich ein Problem. Also, das von vorher war schon ziemlich actionreich, muss ich sagen. Also, ja. Ja, das war schon ziemlich toll. Ich saß hier schwitzend vorm PC und drückte die Action-Buttons und voll Action-Mega. Naja, erstmal eine kühle Milch trinken. Die macht nämlich alles besser. Schlabber, schlabber Milch. Kühlschrank zu. Dings auf. Dings, ja, wie heißen denn die Cupboards da, die Küchenschränke? Eine Bonuskarte! Okay. Die sind ja überall versteckt, im ganzen Spiel. Man muss sie nur finden. So, ich muss unbedingt aufs Klo jetzt, also sofort jetzt. Oh. Oh, so eine Erleichterung. Oh. Nee, okay. Mein Commentary ist echt schlecht. Das muss ich jetzt mal dazu sagen, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. So. Ach ja, wir sind so schön im Spiegel. Erst mal waschen. Gleich viel schöner. Duschen geht nicht. Okay. Da habe ich nichts dagegen. Wir sind sowieso Gamer. Wir duschen uns sowieso nie. Weil Gamer müssen stinken. Das weiß jedes Kind. Okay, was machen wir denn dann? Erstmal das TV einschalten. Im Central Park sprang heute ein Mann kurzerhand ins eiskalte Wasser, um ein Kind zu retten, das ausgerutscht und hineingefallen war. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wird bald wieder wohlauf sein. Sein heldenhafter Retter verschwand, noch bevor der Krankenwagen eintraf. Solch selbstlose Bescheidenheit sieht man nicht alle Tage. Das stimmt wohl. Was gibt's denn hier? Einen Balkon. Sehr toll. Ah, die leckere Stadtluft. Gesund. Was ist das? Ein Verstärker. Erstmal einschalten. Und eine Gitarre. Erstmal nehmen. Eine kabellose Gitarre. Perfekt. Was spielen wir denn so? Funk. Eine Funkgitarre spielen wir. Oh, drei schöne Punkte. Auf die Plätze. Ja, kann man nicht mal blinzeln, weil wenn man blinzelt, könnte man wieder so einen Punkt verpassen. Und da die Punkte transparent sind, kann man die auch so leicht übersehen. Und wenn man die übersieht, dann passiert das. Genau, da habt ihr es gesehen. Und wir haben einen Punkt verloren. Und wenn wir alle Punkte verlieren, dann hören wir auf und dann erkennen wir, dass wir scheiße sind. Und dann bekommen wir, glaube ich, Minuspunkte oder sowas. Also auf jeden Fall nichts Positives. Wie lang geht denn das Lied noch? Bitteschön, jetzt. Hör doch auf. Junge. Dena Style. Gomme HD. Gomme Mode. Minecraft, Let's Play, PvP, Survival Games. Dude, jetzt habe ich mich wieder verpisst. Ist er dann endlich fertig? Das ist ja nicht mal Funk. Ach ja, das ist eine Funkgitarre, aber die Musikrichtung. Das ist eher nur so eine Ballade oder sowas. Mensch, ja, endlich. Super! Plus 10. Perfekt. Das war genug. So, den Verstärker ausschalten. Komm. Verstärker ausschalten, damit uns die Bude nicht abbrennt. Abbrennt bei den Low-Quality-Verstärkern. Oh Mann! Oh Mann. Cool. Oh Mann.
Finde ich toll. Ich mache erst den Verstärker an. Ach so, ich wollte jetzt die Gitarre ausschalten. Geht natürlich nicht. Okay. Er ist scheinbar müde, also gehen wir lieber ins Bettchen. Weil das immer sehr gesund sein soll. So. Schlieb. Ding Dong! Meine Klingelimitation war auch schon mal besser. Was war das denn gerade? Auf dem Balkon durch das Fenster hat man gerade irgendwas gesehen, glaube ich. Ihr könnt ja zurückspulen und dann beweisen, dass ich irgendwelche Halluzinationen habe. Aufmachen. So. Hallo! Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht? Doch, eigentlich schon. Nein, ich bin nur sehr müde. Komm rein. Setz dich. Und? Alles klar? Ich habe im Krankenhaus total viel zu tun. Und mit der Wohnung bin ich auch noch nicht fertig, aber kann nicht klagen. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Ich hätte vielleicht das Glas auswählen sollen. Vielleicht hätten wir ihr dann was zu trinken angeboten oder sowas. Das kommt immer gut an. Okay, dann räumen wir jetzt einfach mal die Kiste mit ihren Initiatoren rauf, hierher, wollte ich sagen. Wo sind denn hier Kisten dieser Art? Vielleicht in diesem Zimmer? Nee, hier nicht. Hier, TH. Nehmen und gehen. Wieder Postbote. Nur nicht so schnell. Also der Postbote ist nicht so schnell. Hinstellen. Ich glaube, das waren alle. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich hatte gesundheitliche Probleme, aber es geht wieder. Freut mich. Mich auch. Rob. Hey, du fehlst mir. Wirklich. Du mir auch. Hast du einen neuen Freund? Tut mir leid für die blöde Frage. Nein, das macht doch nichts. Nein, habe ich nicht. Und du? Nein, eigentlich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin über die Trennung noch nicht weg. Oh. Schön. Oh. Spielst du noch? Jetzt müssen wir Gitarre spielen. Na toll. Spiel doch ein paar Tage. Perfekt. Das wird jetzt wieder actionreich, genauso wie vorher. Okay, gern. Fuck. Ich verkack's jetzt wahrscheinlich vollkommen und die läuft mit brennendem Hahn davon und dann stirbt ganz New York City an meinem Gitarrenskill. Jetzt geht's los. Fuck, auf die Plätze. Dip! Dip, 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 dip. Ich muss die Geräusche machen, damit ich mich konzentrieren kann. Fuck, Alter. Alter, 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 Junge! Ich
versucht, das im Takt zu machen. Und gerade nicht geklappt. Fuck. Bist du dann fertig, bitteschön? Plus 10. Oh Gott, endlich fertig. Ach, das war schön. Jetzt küssen, bitte. Schnell. Tja, ich gehe wieder. Oh, schade. Einfach aus dem Nichts, das klappt bestimmt. So mache ich das auch immer in echt. Und die Musik ist bestimmt copyrighted. Und deswegen quatsche ich da jetzt einfach über den romantischen Moment drüber, um das Ganze kaputt zu machen. Wie immer und überall. Gehen wir in What the fuck? Junge. Jetzt kann er mit seinen Geisterfähigkeiten... ich sag nichts. Ich hoffe, ich übersteuere nicht. Ich bin nämlich ziemlich nah am Mikrofon, weil ich nämlich die Musik übertönen will. Wahrscheinlich bin ich sowieso viel zu laut und die Musik hört man gar nicht. Also Kinder, wenn ihr mal wissen wollt, wie das geht, dann schaut einfach meine Let's Plays an. Jetzt kommt's. Oh, fuck. Ich will aber nicht aufstehen. Kann ich auch einfach liegen bleiben? Wieder hinlegen? Ja. So einfach geht das. Und schlafen. Perfekt. Ich glaube nicht, dass das so vorgesehen ist, aber egal. Wahrscheinlich fehlt uns jetzt ein wichtiger Storyteil. Aber den können wir ja später nachholen, und zwar in der nächsten Folge. Perfekt. Also wirklich, meine Enden und meine Anfänge sind einfach immer perfekt. So smooth und immer passend. Perfekt. Naja, ich kann jetzt wieder... Körperteile ins Thumbnail packen und ganz viel Views kassieren, dank unserer letzten Aktion jetzt gerade. Und nächstes Mal geht es natürlich genauso spannend weiter bei meinem Let's Play von Fahrenheit The Indigo Prophecy. Und wie ihr sehen könnt, bei den drei Charakteren geht es dann nächstes Mal weiter. Tschüss! Du Scheiße. Mensch, ficken noch. Fick. Alter. Fatality. Was hast du hier? Ich bin stärker und schneller geworden. Geil.